Herzlich willkommen zum Adobe Experience Webinar. Mein Name ist Kirsten Knipschild und ich darf Sie heute durch die nächsten 30 Minuten führen. Wir werden uns in dieser Zeit in einem Schnelldurchlauf die Marketinglösungen angucken, wie man vom Anfang, vom Erstellen bis hin zum Messen und Optimieren die Marketinglösungen gestalten kann. Das Ganze machen wir anhand eines Beispiels, aber zum kleinen Einstieg ganz kurz noch die Frage, warum macht man das Ganze? Wofür brauchen wir Digital Experiences? Wie gesagt, in einem ganz schnellen Schnelldurchlauf. Das Ziel, das man hat, ist natürlich zu sagen, gut, wir haben verschiedene Experiences auf den verschiedenen Kanälen für die verschiedenen Personen. Das bedeutet, egal ob Sie im B2B, B2C-Bereich unterwegs sind, müssen Sie natürlich unterschiedliche Inhalte für die unterschiedlichen Situationen gestalten. Und das fängt an bei der Erstellung, deswegen ist auch der erste Teil dieser Präsentation Make, geht über das Manage, wie bekomme ich das auf die verschiedenen Devices und wann, bis hin zu Measure, funktioniert das Ganze, was ich gemacht habe oder nicht, und dann auch wiederum personalisieren und optimieren. Ich habe gesagt, ich mache das im Schnelldurchlauf zum einen und zum anderen anhand eines fiktiven Beispiels. Die Firma, haben wir ganz kreativ die Firma genannt, das ist das Unternehmen, das wir uns jetzt angucken. Und die Aufgabe, die wir uns gestellt haben für einen Energy Drink, das ist die Dose in der Mitte, werden wir drei Dinge erstellen, also drei Inhalte. Das eine ist einmal eine App, das nächste wird tatsächlich das Label, also das gedruckte Label für die Dose sein. Und der dritte Teil, das ist die Webseite, die wir erstellen wollen. Ich werde an der einen oder anderen Stelle durchaus ein bisschen auf den Fast Forward noch drücken, das ein oder andere ein bisschen beschleunigen, denn in 30 Minuten das zu zeigen, dass Sie das auch wirklich verstehen in allen Bereichen, haben wir versucht, das so ein bisschen einzudampfen. Wie gesagt, deswegen Schnelldurchlauf. Wir starten mit einer kleinen Umfrage, die ich gerne sozusagen an Sie stellen möchte, und Sie haben auch die Gelegenheit, unten tatsächlich eine Zahl einzugeben. Die Frage ist, es geht um das Erstellen, wie wichtig ist denn eigentlich Design für das Unternehmen, beziehungsweise gutes Design für den Erfolg des Unternehmens. Und die Frage ist dann in Prozent aufgetaucht, wie viel Prozent, glauben Sie, ist das Wachstum höher, wenn man sich wirklich auch auf gutes Design konzentriert. Es geht jetzt nicht um Unternehmen, die wirklich per Definition von Design leben, wo man das jetzt erwarten würde, sondern es geht wirklich um jedes Unternehmen, das durch Sie hier vertreten ist. Und ich kann schon ganz spannend sehen, dass die Zahlen sehr, sehr unterschiedlich sind. Von kleineren Zahlen, interessanterweise, wenn man einmal eine Zahl gehört hat, traut man sich nicht mehr drunter zu gehen. Aber wenn wir wieder zurückspringen in die Präsentationsansicht, kann ich Ihnen auch gleich verraten, dass es tatsächlich so ist, dass das Wachstum von Unternehmen, die Wert auf Design legen, um 22% höher ist als bei Unternehmen. Das heißt, für den Unternehmenserfolg ist wirklich gutes Design entscheidend. Gut. Soweit, so gut. Sie haben, glaube ich, verstanden, dass es ein Thema ist, aber das ist ja nicht unbedingt ganz einfach machbar. Man hat ja durchaus auch Herausforderungen, diesen Inhalt gut zu erstellen, und das reicht ja nicht nur gut zu machen, sondern es geht ja auch darum, das für die verschiedenen Kanäle darzustellen. Das heißt, die Herausforderung ist, es muss immer mehr Content von wirklich guter Qualität sein. Das wird in immer kürzerer Frequenz benötigt und auf die verschiedenen Kanäle. Das bedeutet natürlich, dass man schauen muss, wie kriegt man das gehandelt und herausgebracht. Wir haben ja gesagt, wir machen das im Schnelldurchlauf, und unsere Aufgabe im ersten Schritt wird sein, die Dose, das Logo der Dose zu erzeugen. Ich starte auf dem iPad, und zwar nicht, weil ich so cool bin und im Café sitze, sondern weil ja eigentlich der kreative Prozess normalerweise mit einem Blatt Papier und einem Stift beginnt. Das Ganze kann man eben mit der gleichen Freiheit auch mit einer App auf dem iPad machen, über die Kreativlösungen, indem man dann wirklich mit einfachen Gesten über das iPad streicht und damit einen Text erzeugt. Mit verschiedenen Gesten kann man die Texte auch größer und kleiner machen. Der Vorteil ist, wir suchen jetzt gerade auch für unser Logo, für Velocity wird dieser Energy Drink heißen, den wir hier kreieren, für unser Logo auch eine bestimmte Schriftart. Und normalerweise würde man auf dem Blatt Papier sagen, nimm doch bitte jetzt eine Schrift, die so ein bisschen geschwungen ist, nicht ganz so dick. Und dann würde man da versuchen müssen, das im Nachhinein nachzuarbeiten. Mit Typekit hat man gleich die Möglichkeit, in der Cloud auf verschiedene Schriften zugreifen und sich genau das rauszusuchen, was man auch wirklich haben möchte. Also ich habe mich jetzt hier für diese Schrift entschieden, und damit
dass auch jeder andere weiß, der in diesem Prozess nachher beteiligt ist, ob das eine externe Agentur ist innerhalb des Unternehmens, das ist relativ egal. Das Ganze wird in der Cloud in der Bibliothek gespeichert. Das heißt, ich habe nicht nur eine ähnliche Schrift, sondern genau die gleiche und kann auch wirklich sehen, passt das Ganze. Unser Logo braucht noch ein bisschen mehr. Es kommt jetzt ein roter Balken und man sieht auch bei den Farben, dass ich in meiner Bibliothek schon ein bestimmtes Farbschema abgespeichert habe. Auch da muss man sich dann nicht mehr durch irgendwelche Kommunikationsverluste bremsen lassen, indem man dann das Gefühl hat, das war jetzt doch nicht ganz die Farbe, die ich mir dachte. Also das überlebt genauso. Und wir fangen an mit einer Dose für Berlin. Und das lässt sich schon mal so ein bisschen, lässt sich schon mal vorahnen, dass wir für unsere Dosen, für verschiedene Städte auch verschiedene Versionen haben. Sie werden das nachher gleich im Verlauf der Präsentation sehen, wie das Ganze dann weiterläuft. Das nächste, was ich machen möchte, ich möchte ein Bild platzieren. Und nach 25 Jahren Adobe Photoshop haben wir jetzt tatsächlich einen Shop, in dem man Fotos kaufen kann, nämlich Adobe Stock. Also selbstverständlich könnte man durchaus auch Fotos machen und die mit einbinden. Aber in unserem Beispiel gehen wir auf die Datenbank zu und suchen uns da Bilder raus. Ich war ja bei Berlin, also welchen Fluss schnappen wir uns da? Die Spree. Und ich bekomme wirklich eine Riesenauswahl an wunderbaren Bildern, die ich jetzt hier auf meine Dose noch mitpacken kann. Was man auch schon sehr schön sieht an dieser Stelle ist, das ist ein sehr hochauflösendes Bild. Ich hoffe, dass man das ganz gut über die Übertragung sehen kann. Es ist aber noch nicht lizenziert. Das heißt, das Wasserzeichen, das man jetzt hinter der Tastatur erahnen kann, da steht Adobe Stock und solange das da steht, habe ich für dieses Bild noch nichts bezahlt. Ich kann aber trotzdem meine gesamte kreative Freiheit ausreizen und sehen, passt das rein, funktioniert mit den Farben, die ich mir ausgesucht habe, mit den Schriftarten. Also da hat man dann keine bösen Überraschungen mehr zu erwarten. Diesen Prozess werde ich ein bisschen beschleunigen an der Stelle. Zum einen kann ich meinem Chef, der natürlich keine vollwertigen Applikationen der Kreativlösungen hat, eine PDF-Freigabe schicken. Das ist eine Möglichkeit. Und dann kann er auch gleich in dem PDF kommentieren, was ihm gefällt oder nicht gefällt. Zum Beispiel, dass das Content nicht mittig ist. Das ist der erste Punkt, den er anmerken wird. Und der nächste Teil ist, ich möchte jetzt weiter damit arbeiten. Das war ja der erste Teil des Kreativprozesses. Ich habe mit ein paar Gesten gearbeitet und jetzt soll das Ganze wirklich nachher auch in die Druckreife gehen. Also schicken wir das an Photoshop. Und das Schöne ist, es ist manchmal ein bisschen gespenstisch. Es geht dann tatsächlich auf dem eigenen Rechner Photoshop auf. Und man kann hier wunderbar sehen, gut, die verschiedenen Sachen haben überlebt. Also das Bild sehen wir mit dem Wasserzeichen. Man sieht auch, der Text ist ein Text. Das ist alles in Ebenen abgelegt, wie man das in den Kreativlösungen tatsächlich erwarten würde. Und verschiedenen Schritte können wir jetzt noch eingehen. Wir haben aus den Bindestrichen, werden wir so geschwungene Objekte machen, die wiederum aus Illustrator kommen. Und all diese Sachen funktionieren wunderbar zusammen. Das Schöne ist, um so ein bisschen dem Marketingprozess nachher vorzugreifen, selbst wenn man als Marketier nicht in der Erstellung der kreativen Assets wirklich beteiligt ist, kann man trotzdem den Rückschluss wieder machen. Also gerade, wenn man eine Schleife drehen muss, das gefällt mir nicht, das ist mir, keine Ahnung, zu altbacken, dieses Banner, ich möchte es in einer anderen Richtung haben. Dieser Weg zurück funktioniert natürlich ganz genauso und man kann dann auch ganz genauso weiterarbeiten. Also jeder Teil, den man in diesem Prozess des Erstellens, Messens und Optimierens hat, wird optimal abgedeckt. Jetzt werden wir natürlich für ein paar andere Städte noch mehrere Beispiele raussuchen. Köln zum Beispiel, wir haben das, glaube ich, für 5 oder 6 Städte vorbereitet. Und auch da kann man jetzt die Bilder von Adobe Stock sich laden und ablegen. Das werden wir so ein bisschen weiterspringen. Kann man sehen, dass es hat sich ein bisschen weiterentwickelt in unserem Zeitraffer. Man hat einen Schatten dazu bekommen. Es sind in der Zwischenzeit auch die verschiedenen Schriftzüge für deine Stadt. Das werden wir auch nachher noch sehen, wenn man nicht weiß, in welcher Stadt derjenige ist. Dann Alsterwasser ist auch ganz klar. Das ist für die Hamburger Ausgabe. Also das wurde auch in Ebenen abgelegt. Und genauso können die verschiedenen Bilder dazu abgelegt werden. Und mit einem einfachen, schnellen Schritt dann auch weiter zusammengeführt werden. Wenn ich mich jetzt entschieden habe, nehmen wir mal an, ich finde die Bilder alle so super und mein Chef hat die auch alle abgenickt und alle anderen Beteiligten sind auch zufrieden, dann muss natürlich irgendwann lizenziert werden. Was ich hier zeige, funktioniert das aus der Oberfläche von Photoshop heraus. Das kann man aber auch genauso auf der Web-Oberfläche machen, wo wir die Bilder eben gesucht haben. Und man sieht dann schon ganz gut, jetzt ist das Wasserzeichen weg, jetzt gehört mir das Bild und jetzt habe ich es lizenziert.
Wenn man das auf der Web-Oberfläche nochmal verifiziert, sieht man oben, Sie müssen sich vorstellen, ich bin Ingo, sieht man oben die verschiedenen Möglichkeiten. Ich habe noch 492 Bilder in meinem Kontingent, von dem ich aus arbeiten könnte und bei den Videos auch. Ich verrate Ihnen ein kleines Geheimnis. Ich schnappe mir eigentlich, wenn ich eine PowerPoint-Präsentation vorbereite, die Bilder immer von Adobe Stock, weil da wirklich fast für jede Gelegenheit etwas dabei ist und man die Sachen sehr, sehr gut nutzen kann. Man sieht dann auch an der Oberfläche Velocity Drink, das ist lizenziert, beziehungsweise ich möchte es lizenzieren und auch speichern. Und das Ergebnis unseres Labels, Sie müssen natürlich auch, wenn wir das Ganze als Getränkedose drucken, die Zutaten mit reinpacken, was ist da alles drin. Und so sieht dann das Ergebnis einer der verschiedenen Versionen aus. Und ich hätte es Ihnen natürlich auch noch in Photoshop in 3D zeigen können. Und da würde man sogar sehen, wie sieht das Ganze aus. So sieht dann das Ergebnis der Dose aus. Das heißt, die Herausforderungen, die wir hatten, es sind viele, viele Daten für viele verschiedene Punkte, an denen wir die ablegen müssen. Das ist alles auf einer Plattform. Man kann es unter den unterschiedlichsten Teams nutzen und nachher auch auf allen Kanälen wiederum publizieren. Die Frage, wie kommt das denn jetzt auf die verschiedenen Kanäle, gucken wir uns im nächsten Schritt an. Bei der Frage, bei dem Thema Manage habe ich auch wieder eine kleine Frage, die ich in den Raum werfen möchte. Die zwei wichtigsten Kanäle, die wir jetzt bedienen, ist, ich möchte eine Webseite publizieren, habe ich gesagt, und ich möchte eine App erstellen. Was schätzen Sie, wenn Sie die Budgets vergleichen, die es kostet, eine App zu entwickeln und die es kostet, eine Webseite zu gestalten? Und da bin ich jetzt ganz gespannt, wie so die Einschätzungen sind. Wir haben drei Optionen vorgegeben. Kostet es das Gleiche? Ist es die Hälfte oder das Doppelte. Und das ist ganz interessant, dass es noch einigermaßen gleich ist von einer so einer Aufteilung in beide Richtungen. Und spannenderweise ist es tatsächlich so, dass es doppelt so viel kostet, eine App zu bauen wie eine Webseite. Und es werden weltweit, Sie sehen die Zahl ja auch sehr, sehr schön publiziert, Milliarden für die Erstellung von Apps bezahlt. Das ist ein Markt, der meiner Meinung nach immer noch wächst, das ist immer wichtiger. Es gibt unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Themen, wann man denn jetzt eine App benutzt. Auch das muss man natürlich entsprechend gestalten und entsprechend vorbereiten. Das heißt, beide Themen sind wichtig und umso wichtiger, gerade wenn ich so viel Geld dafür ausgeben muss, ist, dass man das Ganze effizient gestalten kann. Welche Herausforderungen haben wir denn da in dem gesamten Prozess? Also es ist komplex, weil wir haben ja erstens sehr, sehr viele Daten, die wir unterbringen müssen. Es ist nicht unbedingt immer seamless, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Also es gibt durchaus den einen oder anderen Medienbruch. Wie komme ich denn jetzt mit meinen kreativen Assets auf die Webseite, auf die App, die sich ja durchaus technisch ein wenig unterscheiden? Und es kostet sehr viel Geld, dass die Webseiten, wie gesagt, beziehungsweise die App erstellen. Wir gucken uns mal die Oberfläche von Experience Manager in der Marketing Cloud an. Und wenn man sieht, dass die zweite Kachel von rechts, da findet sich unser Velocity Drink wieder und da sieht man auch ganz gut in dem Feed, was ist denn jetzt alles rangekommen. Also zum Beispiel das Label, das ich Ihnen eben gezeigt habe, hier in dem Beispiel mit Alsterwasser. Was habe ich mir in der letzten Zeit angeguckt und auch meine lieben Kollegen, die mit mir zusammen diese Präsentation vorbereitet haben, die Hall of Fame, sieht man hier auch. Also alles, was ich für das Projekt, Webseite beziehungsweise App, erstellen benötige, hat man zur Verfügung. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen näher beschäftigen mit den Inhalten, die da drin stecken, per Drag and Drop könnte man jetzt zum Beispiel neue Daten hochladen oder auch eine Webseite für eine eigene Landing Page könnte man als ZIP-Datei per Drag and Drop rumziehen. Wenn Dateien abgelaufen sind, kann man das sehen, dass sie markiert sind. Und auch eben für die verschiedenen Versionen haben wir hier die Assets schon dargestellt. Das sozusagen als kurze Übersicht, das sind die Sachen, die wir alle brauchen. Und wie erstelle ich denn jetzt in dem Fall die Webseite? Zum einen gibt es die Assets, das sind die Objekte, die haben wir gesehen. Und zum anderen gibt es Komponenten. Also das, was sozusagen im Vorfeld schon passiert ist, man hat definiert, wie darf denn diese Webseite aussehen. Also die darf ein Hero-Banner haben und drei Spalten. Natürlich müssen Sie das machen, damit die Corporate Identity passt und damit man dann, wie man das jetzt hier sehr schön sieht, per Drag and Drop einfach nur die Daten einspielen kann
dann sieht man, da stecken Texte drin und Sie können durchaus sehen, diese Seite gibt es. Sie werden wir uns auch gleich angucken. Das sind also die Inhalte dahinter. Bei der Version, die wir jetzt sehen, Velocity exklusiv für deine Stadt, ist das natürlich noch nicht publiziert, also noch nicht personalisiert, Entschuldigung. Wir werden durchaus die ein oder andere Version nachher auch sehen. Also das ist die Standardvariante für entweder ich weiß nicht, wo derjenige herkommt oder ich kann es nicht zuordnen. Das ist sozusagen die neutrale Version. Und dann kann man das Ganze publizieren. Es ist sehr, sehr schnell, wie ich ja versprochen habe. Das war jetzt die Version für die Webseite. Ich habe sie publiziert. Sie ist live. Selbstverständlich sind da Workflow-Möglichkeiten dazwischen geschaltet, dass man dann, dass nicht jeder das sozusagen publizieren kann, aber einfach mal, um den Prozess zu zeigen. Wenn wir uns das für die App angucken, die technologisch natürlich ein bisschen anders denkt, auch inhaltlich muss man die durchaus anders aufbauen, weil auch die Beweggründe, eine App zu nutzen, andere sind. Also gerade wenn ich jetzt an einen Baumarkt denke, dann ist einer der Gründe, die App zu nutzen, vielleicht zu gucken, wie sind die Öffnungszeiten, beziehungsweise was möchte ich da reinlegen. Also auch darauf muss man natürlich reagieren. Bei der App ist die andere Besonderheit, dass das natürlich durch den jeweiligen App Store durch muss. Und in unserem Beispiel publizieren wir in eine App Inhalte. Das heißt, ich erstelle erst die leere App mit den verschiedenen Icons und den verschiedenen Inhalten, publiziere diese leere App und wir können jetzt in dem Beispiel uns angucken, gut, wie sieht das denn aus? Das ist unsere App, die Sie also sich auch angucken können, wenn Sie nachher die Webseite gefunden haben werden. Die war zuerst leer, dann hat man die Inhalte zusätzlich publiziert und jetzt tauchen die verschiedenen Artikel, die genau zu unserem Dreiklang Make, Manage, Measure passt, sind dann dazu gestaltet. Also gucken Sie sich im Nachgang dieses E-Seminars die Inhalte an und schauen mal, was wir da so produziert haben. Wir haben gesehen, wir konnten die Daten, die wir im ersten Schritt erstellt, natürlich wiederverwenden für die Webseite, für die App, natürlich auch für den Druck. Das ist ein integrierter Workflow und es ist wirklich einfach zu benutzen. Drag and Drop, es ist auch Touch First. Sie könnten, wenn Sie das wollten, auch auf dem iPad diverse Dinge erstellen und damit ist man natürlich einfach viel schneller am Markt. Und der dritte, ja, letzte Schritt kann man nicht sagen, weil im Grunde genommen ist es ja im Kreislauf, denn nach dem Measure und Manage bzw. Personalisieren fängt man dann wieder von vorne an, indem man sagt, okay, welches ist der nächste Inhalt, den ich gestalten muss. Und auch hier haben wir eine letzte Frage, die man in den Raum stellt. Wir haben ja gesehen, gut, wir haben Inhalte und wir haben verschiedene Kanäle. Wie kann man jetzt für die verschiedenen Kanäle die Inhalte tatsächlich auch messen und dementsprechend personalisieren? Ich stelle Ihnen die Frage mal einfach direkt, machen Sie sich Gedanken darüber, weil spannenderweise kommt da immer sehr unterschiedliche Reaktionen rüber. Denn die Frage ist, können Sie wirklich alle Kanäle, die Sie jetzt haben, in Ihrem Marketing Echtzeit messen und in Echtzeit personalisieren? Und ich war erst ein bisschen überrascht, als ich die Zahl gelesen habe, dass die Zahl so hoch ist, dass eben 83% der deutschen Unternehmen noch nicht in der Lage sind, die Kanäle in Echtzeit zu analysieren und zu optimieren. Und das hat verschiedenste Gründe, weil die Herausforderungen, die es da gibt, die sind natürlich auch vielfältig. Also zum einen fehlt es manchmal an einer optimalen Verbindung zwischen Analyse und Optimierung. Dann muss die Analyse natürlich in Echtzeit geschehen. Man muss unterscheiden, reden wir einfach nur von Reporting oder von echter Analyse. Jeder kennt das Wort Big Data, aber was macht man damit? Und bei der Optimierung ganz spannend, ist es häufig so, dass die Optimierungskultur immer noch verbesserungswürdig ist. Ich zeige Ihnen mal anhand unseres Beispiels, wie das aussieht. Also nehmen wir an, unsere Seite ist live. Ich gucke mir mal an, wie sieht die Bounce Rate aus? Und die Homepage hat eine enorm hohe Bounce Rate. Das ist nicht gut. Da muss ich drauf reagieren. Und normalerweise würde man jetzt gucken, okay, in die Seite reingehen, in den Report, versuchen, die analytischen Ärmel hochzukrempeln und sich zu überlegen, was kann ich denn damit rausholen, woran lag das? Und das ist durchaus ein zeitfressender Prozess. Man kann es ein bisschen einfacher gestalten, indem man sich dann sagt, gut, es gibt eine sogenannte Anomaly Detection, die genau das für mich abnimmt. Das kann eine Maschine in dem Fall einfach effizienter als ich, nämlich die rein auf die Zahlen guckt. Wie sieht es denn aus mit der Bounce Rate? Und man sieht hier rechts oben gibt es einen Bereich, der ist die Bounce Rate relativ hoch. Und da guckt man sich das Ganze näher an. Wir markieren uns also den Bereich, den wir brauchen und lassen uns das gerade analysieren. Also
die Maschine in Anführungsstrichen nimmt mir dann diese mühselige Arbeit ab und man kann dann sehen, gut, es gibt einen Report dazu und der Report gibt Folgendes raus, nämlich der Hauptfaktor, der beeinflusst, dass die Bounce Rate so hoch ist, ist die Region Hessen. Also auf gut Deutsch gesagt, Hessen hauen mir alle ab. Gut, kann ich mir überlegen, woran das liegt. Ich kann ein bisschen vorweggreifen. Ich weiß, dass ich keine personalisierte Version für Hessen gemacht habe und deswegen muss ich darauf reagieren. Das kann aber auch jedes andere Thema sein. In dem Fall ist es eben, dass ich für die Hessen keine Version gemacht habe. Das kann aber auch für verschiedene andere Themen Möglichkeit sein, nicht nur für die Bounce Rate. Gut, im nächsten Schritt nehme ich genau die Gruppe, die ich in der Analyse gefunden habe, erstelle mit der ein Segment. Und das ist eine wunderbare Kombination von Analyse und Personalisierung, weil ich dasselbe Segment, das ich jetzt gerade erstelle, nehme und mühsam per API irgendwo andocken muss, sondern ich nehme dasselbe Segment und nutze es später. Das ist dann unsere Velocity Landing Page Segment, das ich hier in der Marketing Cloud publiziere. Und dann kann man nachher in der Marketing Cloud genau mit dem Ding arbeiten, nämlich die, die ich vorher nicht abgeholt habe, die hole ich jetzt mit dem richtigen Inhalt ab. Das ist die eine Version. Man könnte natürlich für den Fall sagen, ja gut, wenn man die Hessen nicht abholt, dann kann man das auch ein bisschen anders gestalten, nämlich mit regelbasiertem Targeting. Und wie das aussieht, das gucken wir uns mal in einem Beispiel an, das ich vorbereitet habe. Wir haben unsere Landingpage, die wir vorhin erstellt haben. Und innerhalb dieser Landingpage ist eben der Standardsatz gewesen, exklusiv für deine Stadt. Und das ist jetzt hier vorbereitet exklusiv für Wiesbaden. Das heißt, ich könnte entweder das Segment nehmen, das ich vorhin erstellt habe, hier unter Audiences geschrieben und sage, zeig denen den Inhalt. Oder ich mache das nochmal ein bisschen dedizierter und unterscheide zwischen den verschiedenen Städten in Hessen und erzeuge dann eben, wie gesagt, mit Experience Targeting für alle, die aus Wiesbaden kommen, eine Version mit dem Bild Wiesbaden. Ich greife so ein ganz bisschen voraus. Das kann man natürlich auch automatisieren und cleverer machen. Wir haben das deswegen gewählt, weil man es sehr, sehr gut zeigen kann. Bei dem Dropdown-Menü bei Geo hat man vielleicht ganz kurz gesehen, es gibt noch viele andere Versionen, auf die man zugreifen kann. Man könnte auf diese Art und Weise nur Personen, die mit dem iPad kommen, einen gewissen Inhalt zeigen und das Ganze so ein bisschen dedizierter gestalten. Also oder auch auf Windows sich beziehen. Und hier sieht man, Wiesbaden bekommt die Experience A, also das Bild mit Wiesbaden, und Darmstadt bekommt das Bild mit Darmstadt. Und somit haben wir dann dafür gesorgt, dass diejenigen, die ich vorher nicht abgeholt habe, optimal sozusagen beglückt werden mit dem richtigen Inhalt und kann dann nachher wiederum messen, hat das Ganze denn auch wirklich funktioniert, was ich mir so vorgestellt habe, oder muss ich das irgendwie noch ein bisschen anders gestalten? Also da sind jetzt die beiden Versionen gestaltet. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, was ist denn ein Erfolg? Wir haben jetzt nur die Bounce Rate genommen, das ist ja noch relativ oberflächlich. Wenn Sie einen Shop haben, dann wäre natürlich das Success Event, also das, was man misst als Erfolg, könnte ein Add-to-Basket sein. Das ist das oft nur die wenigsten von den Zuhörern, die ich jetzt gerade habe, sind tatsächlich im Retail. Und es gibt sehr viele Arten von Conversions, die man damit reinnehmen kann. Hat sich eine Dokumentation runtergeladen, hat ein PDF angeguckt, hat einen Car-Konfigurator gestartet, Probefahrt gemacht und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, um wirklich zu messen, hatte das einen Erfolg. Und das, was ich ja gemacht habe, war kein Test, sondern ich habe nur gesagt, ich möchte einen gewissen Inhalt jemandem zeigen, der auf einer gewissen Basis etwas gemacht hat. Aber genau das Gleiche würde auch für einen Test funktionieren, wenn ich mir überlegen würde, okay, kann ich vielleicht eine ganz andere Art von Look and Feel haben und nicht diese Bilder mit dem sehr blauen Look. Vielleicht hat, sagt man, blau funktioniert bei dem Getränk nicht so gut. Ich habe Ihnen ja versprochen, man kann das Ganze auch noch einen Tick cleverer machen. Ich habe es jetzt bewusst manuell gestaltet mit den einzelnen Experiences für die einzelnen Städte. Würde ich dieses Produkt jetzt in Deutschland verkaufen und wirklich für jede Stadt einen Aufkleber machen, ist das relativ aufwendig. Wenn ich sage, ich möchte auf meiner Webseite einfach nur drinstehen haben, gut, der kommt aus Dachau und der soll da jetzt die Amper stehen haben. Sie sehen schon, ich habe mir einen kleineren Ort rausgesucht. Dann ist es sehr aufwendig. Zusammen mit Dynamic Media, wo man dann wirklich die Bilder zusammensuchen könnte und einer Automatisierung dessen, guck mal nach, wo ist denn der gerade und publiziere diesen Ort in den Text hinein, kann man das wunderbar kombinieren. Der Text ist tatsächlich noch das Einfachere. Ein anderes Anwendungsbeispiel in dem Zusammenhang finde ich mal ganz nett bei
Autoversicherungen sieht man ja immer eine Frau, die ein Nummernschild hochhält vor einem Auto. Und das kann man auch genauso personalisieren, dass der Hamburger eben HH als Kennzeichen sieht und ein Starnberger Starnberg und der Münchner München. Und damit ist man natürlich vom Inhalt auch ein bisschen optimierter und eben nicht manuell, sondern automatisiert. Das war der letzte meiner drei Schritte. Sie haben gesehen, das ist eine einfache Bedienung auch beim Messen, die Integration von Analyse und Personalisierung. Man hat wesentlich weniger Verluste, das ist die gleiche Datenbasis. Wir reden nicht von Äpfeln und Birnen, sondern wirklich schon von einem und demselben. Und man kann dann die Erkenntnisse auch über die Kommunikationsplattformen, die in Clouds, die ich Ihnen gezeigt habe, haben, auch wunderbar kommunizieren. Guck dir mal diesen Report an, darauf müssen wir reagieren. Und so kann man auf der gesamten Plattform auch arbeiten. Das heißt, wir haben mit den drei Bereichen, nämlich die App zu erstellen, und das ist übrigens velocity-drink.de, wenn Sie sich die Webseite mal angucken wollen. Wir haben das Bubble, die Dose erzeugt. In dem Fall haben wir jetzt den Rhein dargestellt. Das heißt, wir haben in einer halben Stunde im Schnelldurchlauf alle drei Versionen gezeigt. Und wir haben auch tatsächlich uns die Sachen drucken lassen, damit Sie das Ergebnis mal sehen. Und wir haben auch nicht viel längere Schleifen gedreht, sondern eigentlich wirklich im Wesentlichen das Ganze erzeugt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, das in kondensierter Form zu sehen. Genutzt haben wir jetzt in dem Beispiel am Anfang die Creative Cloud mit den verschiedenen Apps bzw. Desktop-Apps und auch mobilen Apps, die Marketing Cloud. Ich habe Ihnen komplett vorenthalten, weil dann 30 Minuten durchaus auch zu kurz wären, eine Integration in die Document Cloud. Aber das war ein schneller Schnelldurchlauf über die verschiedenen Möglichkeiten, die Sie in der Marketing Cloud haben und in der Creative Cloud. Ich glaube, so ein, zwei Minuten haben wir noch Zeit für Fragen. Ich gucke mal, was aufgelaufen ist. Ansonsten würde ich mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken für die rege Teilnahme. Ich hoffe, Sie haben einen kurzen Einblick gewonnen, was man alles im Marketing sozusagen optimieren, gestalten kann. Und freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen, was Sie sich an zukünftigen Seminaren wünschen. Und wie sich das gehört, ist natürlich auch die Möglichkeit, entweder die Fragen noch mit einzugeben, da werde ich gleich drauf eingehen, und natürlich auch die verschiedenen Fragen beantworten, in denen wir Ihnen dann nachher auch natürlich helfen können, die Seminare anders zu gestalten. In welcher App arbeiten Sie, ist eine Frage, das dürfte ganz am Anfang gewesen sein. Das war, glaube ich, CC Comp. Es gibt in der Creative Cloud mehrere Applikationen. Das ist diejenige gewesen, mit der man eine Komposition für eine Webseite zum Beispiel gestalten kann. Es gibt selbstverständlich eine Aufzeichnung von diesem Webinar, falls Sie das nicht nutzen konnten. Die Webinar-Plattform, die wir nutzen, das ist Adobe Connect. Sondern auch aus dem eigenen Hause. So, ich gucke, ob es noch weitere Fragen gibt. Ein bisschen Gelegenheit kann ich Ihnen noch geben, während Sie die anderen Fragen noch beantworten. Aber so wie es aussieht, kommen fast keine Fragen rein. Zu dem Thema Vertriebsmodell der Marketing Cloud müssen wir natürlich uns ein bisschen dedizierter unterhalten, aber wir können da gerne auf Sie zukommen und das im Detail durchdiskutieren. Bin ich aber gerne bereit dazu. Wunderbar. Dann würde ich sagen, an der Stelle, wenn keine Fragen mehr kommen, und Sie können uns gerne, wenn Ihnen noch im Nachgang Fragen kommen sollten, die zukommen lassen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.